Freitag der 13. oder 13. Mai. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jeder hat irgendwie ein bisschen Hemmung, wenn es um einen Freitag der 13. sein sollte. Aber für mich ist das eigentlich egal. Für mich ist heute der 13. Und ganz besonders ist 13. Mai. Apropos, was könnte sein 13. Mai? 1917, an jedem 13. des Monats, erschien die Mutter Gottes ganz besonders zu drei Hirtenkindern, nämlich Jacinta, Lucia und Francisco. Es waren drei Kinder, die ganz, ganz klein, in einem kleinen Dorf Fatima in Portugal. Und diese Kinder haben irgendwie erfahren, dass die göttliche Frau vom Himmel ihre Erscheinung ihnen schenkt. Und ganz besonders, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, diese Erscheinungen haben große Wirkungen gehabt. Und ganz besonders hatte der Papst Johannes Paul II. Nach langer Zeit auch diese Geheimnisse gelüftet. Ich habe etwa drei Geheimnisse gelesen, was eigentlich diese göttliche Frau Maria diesen drei Kindern anvertraut hatte für die ganze Welt. Die ganze Welt war sehr gespannt. Was könnten diese Geheimnisse sein, dass diese göttliche Frau den Kindern mitgegeben hatte? Sie können sehr gerne im Internet lesen. Es sind ganz viele tolle Sachen zu lesen. Vielleicht ist die Sprache ein bisschen anders, als was wir heute kennen. Aber ganz besonders wünscht Maria, die Mutter Gottes, ganz viel Frieden für diese Welt. Und das passt wunderbar für die heutige Zeit. Und sie möchte sehr gerne, dass Menschen beten, dass sie Buße tun, dass sie Rosenkranz beten, dass sie wirklich auch das göttliche Herz oder das unbefleckte Herz von Maria auch zum Vordergrund bringen, und die ganze Welt sollte einfach zu diesem Herzen geweiht sein. Eine Weihe im unbefleckten Herzen Mariens ist was Wunderbares, weil Maria als eine der ersten von der ganzen Schöpfung Ja gesagt hat, ein volles Ja für den Plan Gottes, für den Frieden in der Welt. Das heißt, Maria kennt eigentlich die Göttlichkeit wunderbar. Das heißt, diese Maria kommt und sagt, gerade vor dem Ersten Weltkrieg, weiht ihr mal die ganze Welt für mein Herz und tut ihr Buße und sollte eigentlich auch beten, ganz besonders Rosenkranzgebet, dann ist es eine gewaltige Vorsehung für die gesamte Welt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Man kann sagen, okay, das ist sehr altmodisch, das ist sehr alt, was sollen wir überhaupt da machen und so fort. Aber wissen Sie, auch heute ist die Welt nicht anders geworden. Heute gerade, nach über 100 Jahren dieser Geheimnisse, ist die Welt genauso. Wir sind nicht besser geworden. Wir sind immer noch irgendwie verfeindet. Die Christen töten die Christen. Was soll das überhaupt? Das heißt, heute ist das die Botschaft, was wir von Fatima bekommen haben, ist aktuell. Und deshalb hat unser Papst Franziskus auch ganz laut gesagt, ja, wir sollten für den Frieden Rosenkranzgebet sprechen. Das heißt, wir sollten heute mit dieser Mutter Gottes zu Gott kommen und sagen, ja, Herr, gib uns den Frieden. Und das ist die Botschaft, was ich von diesem 13. Mai mitnehme. Vielleicht haben Sie auch Zeit, mit mir oder mit vielen Christen auch zu beten, dass der Friede einkehrt, dass wir gemeinsam durch das Herz Mariens auch Jesu Liebe, göttliche Liebe erfahren können.